guten Morgen aus Ludwigshafen am Bodensee. Und ja, will jetzt gleich was frühstücken. Ich habe mich hier nochmal hingestellt, weil es einfach viel zu fett hier ist. Da geht gerade die Sonne auf und es sieht mega cool aus. Ich fahre jetzt einfach voll und wir gehen jetzt erstmal was frühstücken. Jetzt wird dieser Weihnachtsbaum abgeschmückt, damit wir die Sachen wieder mitnehmen können für nächstes Jahr. Ihre Jesus Pfand hier wegzubringen. Deswegen laufe ich hier gerade nochmal zum Supermarkt. Es hat nochmal relativ schönes Wetter. Ich glaube, das habe ich vorher auch schon gesagt. Aber ich fahre jetzt einfach voll. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Gerne. Crazy shit, ich habe jetzt meinen Pfand abgegeben. Heute geben richtig, richtig viele die Pfand ab. Ich weiß nicht wieso, vielleicht liegt es daran, dass gestern Feiertag war. Leider. Schon crazy. Ich habe da noch jemanden. Man versteht mich eh nicht. Mann. Mittlerweile haben wir hier schön aufgeräumt. Beziehungsweise meine Mutter. Und ja, wir verlassen jetzt diese schöne Wohnung und gehen wieder nach Hause. Oder fahren nach Hause und danach müssen wir heute Abend noch unbedingt das hier erledigen. Sonst bin ich sehr traurig, dass wir das irgendwie auch noch wieder hinkriegen, dass sie mal wieder funktioniert. Aber ja, wir gehen jetzt erstmal ins Auto. Lass uns den springen. So, wir sind jetzt im Auto und jetzt geht's los. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit nur gegammelt, aber hier, ich kann, weiß nicht, hier ist auf jeden Fall der Rechnungsbeleg oder den Kaufbeleg der Kamera und die Kamera. Und wir fahren jetzt zum Mediamarkt, weil da habe ich die Kamera gekauft und schauen mal, ob die uns irgendwie helfen können. So, wir gehen jetzt noch was essen. Das Abgeben meiner Kamera war erfolgreich. Mal schauen, ob die Garantie da greift in dem Fall oder nicht. Ich hoffe. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal was essen. Wir sind wieder zu Hause. Übrigens, hier steht jetzt einmal Weihnachtskrams. Hier kann man auch wieder den Tannenbaum anmachen. Nice. Und sonst, mein Schreibtisch war vorher mega aufgeräumt. Jetzt liegt da so viel Scheiß rum. Kann ich sehen? Ja, jetzt liegt da ein bisschen Zeug rum. Ja. Auf jeden Fall, das hier muss ich auch noch auspacken. Das mache ich aber jetzt nicht, weil da habe ich gerade nicht so Lust zu. Und ja. Übrigens habe ich auch im Mediamarkt, dass wir die Kamera abgegeben haben, was ja relativ erfolgreich war. Mal schauen, wie es dann am Ende wirklich erfolgreich war. Auf jeden Fall gehen wir gleich noch ins Fitnessstudio. Aber erst in einer Stunde oder so. Mal schauen, wie lang ich hier noch Zeit habe, um alles super perfekt hinzukriegen, wie ich es haben wollen würde. Denn ich muss jetzt noch ein bisschen worken an ein paar Sachen für die Schule und nachher auch an den Videos. Weil ich versuche jetzt so viele Videos wie möglich zu machen, damit ich auf jeden Fall alle zwei Tage ein Video habe, auch wenn ich mal zum Beispiel gar keine Lust habe, einen Vlog aufzunehmen, weil solche Tage gibt es einfach, wenn es zum Beispiel regnet und man nicht rausgehen kann und es dann schon dunkel ist, wenn man von der Schule kommt oder so. Und deswegen versuche ich jetzt im Moment so viele Videos fertig zu haben, wie es geht. Außerdem ist dann auch nach den Ferien wieder Klassenarbeitsphase. Und um all das zu verhindern, was ich gerade aufgezählt habe, wird jetzt gehustelt.
Ich habe im Urlaub schon ein bisschen was gemacht, aber nicht so viel. Deswegen würde ich sagen, räumen wir das hier alles mal weg. Und dann geht's los. Ich habe es gerade eben geschnitten. Ich glaube, das war so eine halbe Stunde oder so. Aber jetzt gehen wir ins Fitnessstudio, deswegen muss ich ganz schnell meine Sachen packen.